Kumi, Kumi, wir lieben dich! Leute, willkommen zu Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memory. Wir sind hier mitten im Auftrag von Matayoshi und schauen mal, wie es jetzt hier weitergeht in der Demons Höhle. Die sehen alle begeistert aus. Aber wir wissen ja, dass es nur eine Illusion ist. Vergesst mal das Publikum, diese Kumi ist gar nicht übel. Ja, mir gefällt das. Du meinst, sie gefällt dir. Ja, jetzt aber, wofür hältst du mich? Wir haben keine Zeit zu mehr rumalbern. Suchen wir nach dem Drahtzieher. Aber wie denn? Hier sind so viele Leute und alle tanzen gleich. Aber der Drahtzieher wird ja nicht gesteuert. Wir suchen also die eine Person, die sich nicht bewegt wie alle anderen. Die Person, die aus dem Schema fällt, sollte nicht so spät zu finden sein. Ich habe ihn gefunden. Er ist gerade im zweiten Stock durch die Reihen gelaufen. Schnappt ihn euch! Das muss er sein. Nähert euch langsam und umzingelt ihn. Ich weiß ja, dass ich ursprünglich auch gegen dieses Konzert war, aber müssen wir das wirklich unterbrechen? Das Märchen wird ja trotzdem enden. Auch wenn dieses Konzert ein Erfolg war, oder? Ob nun absichtlich oder nicht, er hat ein Mitglied von Hoodie angegriffen. Dafür muss er bezahlen. Das stimmt, aber... Weißt du, schnappen wir ihn uns. Was wollt ihr? Wer seid ihr? Stell dich jetzt nicht dumm. Du wirst dafür bezahlen, dass du meinen Avatar gekapert hast. Ihr seht doch, dass ich beschäftigt bin. Haut ab! Bordramon Grün, Uwagamon und Stingmon. Sehr cool. Und Wingramon hat keine SP, das ist gerade ein bisschen doof. Naja, gut. Ein bisschen Schaden können wir auch so machen. Und hier eine Combo. Haha, Agunimon haben wir ja auch dabei. Das ist so cool. Ich hoffe, wir kriegen relativ schnell den Beast Spirit, damit wir auch mit Agunimon auf das Ultra-Level digitieren können zu Burning Greymon. Aber mal schauen. So, Pyroschlag gegen Kuwagamon ist sehr effektiv, weil Feuer gegen Pflanze. Macht aber nicht so viel. Grüner Flammenatem. Macht auch nicht so viel. Sichelblatt. Das macht viel. Ja gut, ich werde jetzt auswechseln. Wingramon gegen Raptordramon und Matadormon gegen Repamon. Aber zumindest den Typvorteil, oder den Typusvorteil. Sofern die dann auch alle überleben hier. Das sieht nämlich schon relativ heftig aus, was hier abgeht. Vielleicht kann ich erstmal Kuwagamon besiegen. Ja. Klingenwind. Wie viel Schaden macht das? Boah, fast gar nichts. Wird die Hinterhaltpresse auch nicht sehr viel mehr machen, oder? Doch. Aber Kuwagamon lebt. Und kann angreifen. Der Pyroschlag wird nicht reichen, oder? Doch, es reicht. Okay. Dann ist Kuwagamon ausgehört. Jetzt müssen wir nur noch Kordramon hier in Schach halten. Aber das kann uns ja auch nicht sehr viel tun durch unseren Typusvorteil. Wird zwar gleich nochmal angreifen können, aber insgesamt sollten wir schon schaffen. Ohne hier große Verluste einzufahren. Was, das geht auf Agunimon. Das ist mal ein bisschen problematisch, weil Agunimon eben keinen Typus hat und dadurch auch keine Neutralität, keine Resistenzen. Okay, war sehr cool. Das grüne Kordramon hätte ich auch gerne dabei. Also ich hätte ganz gerne eben Wingramon und Groundramon. Freundschaft Deluxe, okay, nehme ich mit. So, Level Up. Aber alles ohne neue Attacke. Na gut. Ich versuche ja das Konzert zu genießen. Tu nicht so und komm mit. Gar keinen Fall. Na, und da läuft er. Mann, ist der schnell. Ihm nach, Keiske. Stehen bleiben. Die Dose. Überlass das Keiske und Ryuji. Wir bleiben hier und erklären Kumi alles. Wie bitte? Im Cyberspace kann uns niemand entkommen. Und wenn mein Bruder recht hat, dann wissen Kamishiro und Matayoshi genau, wer es ist. Da hast du wohl recht.
Aber bist du sicher, dass wir Kumi was sagen sollen? Die Wahrheit wird sie schockieren. Sollen wir vielleicht sagen, dass ein Fan ihr einen groß angelegten Streich gespielt hat? Sonst müssen wir ihr ja nichts sagen. Na gut, probieren wir das. Stehen bleiben, sonst entkommst du nicht. Ich krieg dir nie. Der ist so schnell. Er muss die Werte seines Avatars gemordet haben. Erika, hast du die Position der Zielperson noch? Ich habe 7 Tracking-Programme am Laufen, die jede Bewegung überwachen. Ich kam mir irgendwie bekannt vor. Das war ein Mitglied von Sechsten. Ich habe ihn ein paar Mal im Forum gesehen. Also ein Elite-Hacker? Ich kenne das Gesicht, weiß aber sonst nichts über ihn. Sicher kein großer Fisch. Da verstehe ich ja nicht, wie er so einen groß angelegten Hack geschafft hat. Vermutlich agierte er nicht allein. Na, du bist spät dran. Ist er da vorne? Er ist auf dem Weg nach Ebene 3 in Unterkolun. Verstehe, folge ihm weiter. Alles klar. Du hast es gehört, er ist da vorne. Teilen wir uns auf und suchen ihn. Okay. Ja, gerne. Ich würde nur ganz gerne einmal ins Lab gehen und unsere Digimon auffrischen. Und das gerade mit Wingdramon war natürlich schon... Ja, es hätte schief ausgehen können, wenn unser Powerhouse quasi nicht kämpfen kann. So. Na, ich lasse das mal so. Dann suchen wir diesen blöden Hacker, der mal bei 6. war, aber hier ist niemand. Achso, wir sollten auch Ebene 3 aufsuchen. Sind wir aber. Jetzt da hinten noch weiter? Ja, ne? Ja, ja, doch, da ist ein Weg. Ich bin nur blind. Hier ist nicht so viel los. Ah ja. Ah, die Meereswelle lasse ich jetzt mal sein. Die bringt nämlich nicht so viel hier gegen die Gegner. Das hat nicht ganz gereicht. Agunimon kann leider nicht gegen alle Gegner Attacken einsetzen, das ist ein bisschen schade. Das ist halt der große Vorteil von Wingdramon. So, wenn wir jetzt Glück haben, besiegt sich Matt Frigimon selbst. Nein, tut's nicht. Doch, tut's. Ha. Im Gebiet kenne ich mich auch kaum noch aus. So, das trifft 2 sehr effektiv. Reicht dann auch und das andere wird auch noch besiegt. Super. Maler Angriff reicht auch gegen das Mushroomon. Jo, kann es immer laufen. Gibt aber auch eben keine Erfahrungspunkte, also fast keine. Aber ich habe auch gerade Wingramon nicht dabei und das hat ja eben den USB, der uns mehr Erfahrungspunkte bringt. Oh, hier bist du ja schon. Ah, ich hab sie abgehängt. Aber wie haben die mich gefunden? Und wie halte ich das vor Kumi geheim? Darüber brauchst du jetzt nicht mehr den Kopf zu zerbrechen. Was? Oh Gott, K ist da. Was machst du hier? Haben die Typen für dich gearbeitet? Hast du wirklich gedacht, du könntest mir entkommen? Ah, das passiert, wenn man Demons ihre Codes klaut. Und jetzt büßt du für deine Verbrechen in der echten Welt. Du hast ihn also verfolgt. Was machst du da mit ihm? Das hat mit dir nichts zu tun. Sei einfach ruhig und schau zu. Meine Werte... Entspann dich. Ich habe nur sein Konto vernichtet. Ich habe ihn ja nicht umgebracht.
Wenn du hier bist, dann können die Polypen und Kamishiro auch nicht weit sein. Ich hab mein Ziel jedenfalls erreicht. Zeit zu gehen. Oh, schade, ich dachte, wir kämpfen gegen ihn. Er hat also die Hintertür-Codes für Konten benutzt, die die Demons gesammelt hatten, um diese Leute zu hacken? So sieht das aus. Er ist von Sechsen zu den Demons gewechselt. Dank seiner Position konnte er auf die Daten der Gruppe zugreifen. Card vermutlich sein Konto zerstört, um allen klarzumachen, dass er jetzt aufräumt. Dennoch, Hintertür-Codes zu über 10.000 Konten. Wenn er damit etwas Niederträchtiges angefangen hätte, wären die Folgen fatal gewesen. Aber der Idiot hat alles wegen eines Konzerts preisgegeben. Das Sicherheitsupdate geht in 10 Minuten live. Und niemand hat eine Ahnung, dass es geschieht. Ihr solltet euch freuen, diese Hintertür wird niemand mehr missbrauchen können. Mit Ausnahme des Dummkopfes, dessen Konto zerstört wurde, gewinnen dabei alle. Darauf kommt es an. Die geheime Abmachung war natürlich nur ein Vorwand. Wir mussten herausfinden, wo die Codes herkamen. Das 7-Update hat wohl begonnen. Damit ist wieder ein Fall abgeschlossen. Aber Kumi tut mir leid. Ihr Konzert wurde abgebrochen und sie hat einen Fan verloren. Kein volles Haus mehr. Kumi Minami Yasagaya, das ist sie doch. Die tritt heute wieder im Punzuka Club auf. Und offenbar wird das live gestreamt. Wie? Da sind 7 Leute. Nicht sein 1, 2, 3. Du hast recht, es sind 7. Hinten kommt mir bekannt vor. Oh, Chitose. Ja. Ist das Chitose? Na gut, den Auftrag haben wir abgeschlossen. Wir wissen, Karl, was damit zu tun. Das ist sicherlich nicht irrelevant. Und hier haben sich auch noch 3 neue Aufträge breit gemacht. Gegen Hacker und dann hier Metall-Greymon-Liga. Mhm, alles von Mirei. Wir machen aber erstmal Liebe macht blind. Der Freund ist zum Einsiedler geworden. Das ist seltsam. Hilf ihm, wenn möglich. Dann machen wir das. Schwierigkeit 4. Können wir uns ein bisschen ins Zeug legen. Die Klientin heißt Shizuku Kawauchi. Ich melde mich bei ihr und erfrage genaueres zum Fall. Danke, dass du meinen Fall annimmst. Ich möchte, dass du einem Freund von mir hilfst. Er ist zum totalen Einsiedler geworden. Warum? Hast du schon mal von einem Star namens Natsume Kishikawa gehört? Er ist von ihr total besessen und hat seither sein Zimmer nicht mehr verlassen. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, habe ich ihn in sein Zimmer geluckt. Das ist komplett mit Postern, Figuren und sonstigem Kram von Natsume Kishikawa zugekleistert. Zieht sich den ganzen Tag lang ihre Videos und Bilder auf seinem Computer rein. Ich denke, er verbringt auch viel Zeit in ihrem Forum in Eden. Er heißt Toshio. Er war schon immer gerne in Dinge vernarrt und ist nie unter Leute gegangen. Aber so schlimm war es noch nie. Wenn ich ihn mir neben all diesen Postern und dem Kram ansehe, kriege ich einfach den Eindruck, dass etwas nicht stimmt. Bitte, du musst ihm helfen. Ich bin mir sicher, dass er da in etwas Schlimmes reingeraten ist. Danke. Ja, was mache ich jetzt? Ich habe keine Ahnung, ich frage lieber ein paar Leute, die sich mit so etwas auskennen. Du willst jemandem helfen, der einen Star vergöttet und sich total abschottet? Das geht gar nicht. Ja, vollkommen unmöglich. Du fragst die Falschen. Wenn wir da eine Ahnung hätten, hätten wir es ja schon bei Erika gemacht. Bei mir ist alles in Ordnung. Ich bin einfach nur gerne hier. Und ich bin letzter Zeit sogar oft aus dem Haus gegangen. Ich war sogar in Shinjuku. Wie dem auch sei, ein Fall ist ein Fall. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Jawohl, wenn wir den Typen helfen können, kriegen wir vielleicht sogar Erika öfter aus dem Haus. Das wird nicht nötig sein. Wir müssen das untersuchen. Du hast recht. Jeder Fall ist anders. Finden wir heraus, warum er so geworden ist und suchen dann einen Weg, ihn wieder normal werden zu lassen. Die Klientin hat ja gesagt, dass sie denkt, dass er in etwas Komisches hineingeraten ist. Wir müssen die Fakten abklären, bevor wir auch nur darüber nachdenken, was wir als nächstes tun. Das wird nicht leicht. Der hockt den ganzen Tag in seinem Zimmer und schaut sich Videos und Bilder an. Er steckt wahrscheinlich komplett in seiner Fantasie. Best in solchen Fällen ist, die Leute in die Realität zurückzuholen. Ihm seine Aufmerksamkeit auf jemanden lenken, der eher erreichbar ist. Wie meinst du das? Wir müssen dafür sorgen, dass er seinen Star vergisst und sich stattdessen in seine Freundin Shizuku verguckt. Bist du dir da ganz sicher?
Ah, jetzt verstehe ich. Erika, ich wusste ja gar nicht, dass du in romantischen Dingen so bewandert bist. Euch beiden würde ich nicht damit rechnen, dass ihr das versteht. Aber wie sollen wir das schaffen? Ich behalte das erstmal im Hinterkopf. Ich muss Vorbereitungen treffen, stört mich dabei nicht. Was machen wir jetzt also? Wir lassen Erika in Ruhe. Dabei sollten wir Nachforschungen anstellen. Ich habe mal ein bisschen nachgehakt und mit diesem Star stimmt eindeutig etwas nicht. Scheint nämlich, als wäre Toshio nicht ihr einziger Fan, der sich aus dem Leben zurückzieht. Außerdem gibt es kaum Informationen über Natsume Kishikawa selbst. Die Klientin hat also recht und es ist kein einfacher Fall von jemandem, der sich eben zurückzieht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Sollen wir diesem Toshio mal einen Besuch abstatten? Sieh mal, das wird wohl nicht nötig sein. Warum nicht? Er ist schon hier. Im Café? Ja, seine Internetverbindung zu Hause wird offenbar gerade repariert. Hat er sich bei Eden eingeloggt und versteckt sich hier. Das sind gute Neuigkeiten. Dann ist er wohl geheilt. Fall abgeschlossen. Nichts da gute Neuigkeiten. Er ist seit einer ganzen Woche vom gleichen Platz aus eingeloggt. Er hat die ganze Zeit bei einem Fantreffen für Natsume Kishikawa in Eden verbracht. Statt sich zu Hause zu isolieren, isoliert er sich jetzt also unter unseren Tischen? Genau. Er war direkt vor unserer Nase. Aber ist doch toll für uns. Bringen wir es hinter uns. Völlig weggetreten. Hey, geht's dir gut? Bei Bewusstsein, aber gerade so. Schau mal auf den Bildschirm. Das muss der Cyberspace sein, wo er eingeloggt ist. Weißt du, wo das ist? Das finden wir schnell heraus. Dann los. Bei weitem nicht nur ein Fall von jemandem, der sich zurückzieht. Vielleicht nicht so schnell wie Erika, aber ich habe es gefunden. Dann schick uns die Adresse. Kommt sofort. Gehen wir. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal. Ganz gerne noch eben ins Digilab gehen, weil ich glaube, ich habe ein Ground Ramon, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Hier ist keins. Hier auch nicht. Habe ich doch keins? Aber ist ja schade. Aber ich hatte doch irgendwie... Ah genau, ich kann Dracomon umwandeln. Oh, ist das cool. Und das kann zu Groundormon werden. Ist das vielleicht noch in mein Team? Nee, es passt nicht in mein Team. Ich habe nicht genug Platz. Ich will jetzt auch Raptor-Dramon nicht raustun. Jetzt erstmal auf eine Insel. Und dann kommt er später mit. Dann haben wir auch ein neues Virus-Digimon, das ist ja auch nicht verkehrt. Nein, ich will nach Eden, verdammt. So, und zwar... Natsume Kishikawa Forum. Naja. Ungefähr so habe ich mir Forum auch vorgestellt, ist ja klar. Vielleicht ein paar stärkere Digimon, aber was soll's? Vielleicht auch ein normaler Angriff, oder? Chain Attack! Ja, das geht schon alles. Zum Trainieren ist vielleicht nicht der beste Ort, aber es gibt auf jeden Fall Items, ein Topaz, okay. Jetzt hier unten bleiben oder soll ich hoch? Es gibt hier auf jeden Fall zwei Abzweigungen. Jetzt erstmal hier, schauen wir das an. Ah, schade, ich hätte gerne ein paar stärkere Gegner. Da ist noch eine Itembox. Und... Black Agumon. Nicht sehr effektiv, ja, ja. Nächster Angriff ist neutral. Und der nächste Angriff ist sehr effektiv. Hm.
Dann sind die ganzen Leute. Das ist was mit der Meereswelle? Ah, geht so. Und hier ist nichts. Ich bin richtig falsch gelaufen. Perfekt. So habe ich das gern. Na gut, dann müssen wir den anderen Teleporter nehmen. Ist ja kein Problem. Wenn man es denn weiß. Oh. Tumon. Und Elegmon und Motimon. So denn. Wir das Item holen. Kapsel, na gut. Was ist denn hier los? Das alles Fans von Natsume Kishikawa? Ganz so aus. Die starren sie alle an wie in Trance. Sie schlafwandeln würden. Keine Sorge, ihr werdet schon bald genauso sein. Wer bist du? Ich bin ihr Star. Natsume Kishikawa, was wollt ihr denn hier? Ja, ich habe sie dazu eingeladen, mich anzuhimmeln, und zwar nur mich. Ist das Toshio? Was ist denn mit ihm los? Der ist mein größter Fan, also bekommt auch den besten Platz. Sieht er nicht glücklich aus? Genug der Spielchen, was hast du hier vor? Und wer zum Teufel bist du überhaupt? Das habe ich euch doch gerade gesagt. Ich bin ihr Star. Star, dass ich nicht lache. Erika. Du bist überhaupt kein Star, du bist ein Digimon. Lotusmon! Ein Mega-Level-Digimon! Nein, das darf nicht sein! Du hast mein Geheimnis gelüftet. Aber ich kann nicht einfach ignorieren, was du gerade gesagt hast. Ich? Kein Star? So, das heißt, ich bin kein Star, weil ich ein Digimon bin? Denn ich habe das aus einem einfachen Grund gesagt. Weil alle deine sogenannten Fans einer Gehirnwäsche unterzogen wurden. Wenn du ein Star sein sollst, dann sing doch mal was. Sing Gehirnwäsche? Wo liegt da der Unterschied? Mit beidem gewinnt man Menschen für sich. Menschen mit Gesang nicht in seinen Bann? Wenn diejenigen, die in diesen Bann gezogen wurden, Fans heißen, was ist dann der Unterschied zwischen zu mir und meiner Gehirnwäsche? Ist meine Art nicht nur ein wenig direkter? Das ist etwas ganz anderes. Kannst du mir den Unterschied erklären? Gehirnwäsche ist künstlich erzwungen. Deine Fans werden dir nicht lange treu bleiben. Gesang ist überhaupt nicht wie Gehirnwäsche. Mit Gesang kann man Herzen ergreifen. Aber ob ein Lied jemanden ergreift oder nicht, hängt von der Person ab. Kann man nicht erzwingen. Zuhörer kann sich frei entscheiden, ein Fan zu werden. Du kannst jemanden nicht als Fan bezeichnen, wenn du ihm den freien Willen geraubt hast. Deshalb bist du kein Star. Danke für die Erklärung, aber du langweilst mich. Jetzt werdet ihr alle meine Fans. Da solltest du dich aber ins Zeug legen. Yuji, los geht's! Wir sind auch noch da. Und was ist mit uns? Ich weiß nicht. Ja, das könnte jetzt ein bisschen ekelhaft werden. Ich habe auch nur ein Virus-Digimon dabei. Der Pyroschlag ist ja immerhin effektiv. Macht nur nicht so viel Schaden. Siebens Phantasia. Dann Agumon hat richtig viel Schaden bekommen. Kralle der Vernichtung wird nicht effektiv sein. Na gut. Ah, es geht aber voll klar. Einmal Agunimon heilen. Heiliges Licht 2. Gut, dass es auf Cyberdramon ging, weil 1200 Schaden ist schon heftig. Stärker, ne? Nee.
Das erschütternde Stampfen ist immer noch die beste Attacke von Matadormon. Und dann hier einmal Power-Energie. Ist nicht sehr effektiv, aber immerhin neutral. Gaia-Element 2. Autsch. Was ist eigentlich hier? Zwei physische Angriffe, 45 Schaden. Das hier macht 105. Das ist ja eigentlich stärker. Macht halt keinen großen Unterschied, aber naja. Okay, aber dann ist der Kampf geschafft. Ich dachte, Lotusmon als Mega-Level-Digimon ist ein bisschen heftiger, aber es geht voll klar. Gibt nicht mal viele Erfahrungspunkte. Sehr schade. Aber na gut. Nein, warum? Deine Gehirnwäsche funktioniert hier bei uns nicht. Ich habe mich so angeschränkt, um ein Star zu werden, aber niemand hat mich beachtet. Ich wollte, dass die Leute mich ansehen. Ich wollte ihnen einen Traum schenken. Was soll ich denn jetzt tun? Versuch es einfach immer wieder. Weiter versuchen, aber ich schaffe es doch nicht. Wenn du es richtig machst, bekommst du ganz sicher mindestens einen Fan. Darauf kannst du dann aufbauen. Verstehe schon. Ich versuche es weiter. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich gehe dann. Die Gehirnwäsche wurde aufgehoben. Den Rest überlasse ich euch. Wir sind wieder in der Realität angekommen. Damit ist der Fall aber nicht gelöst. Bushi war kein Fall von Gehirnwäsche. War von Anfang an Fan von Natsume. Jetzt, wo er sie im Cyberspace nicht mehr sehen kann, wird er sich wieder in seinem Zimmer verkriechen und ihre Bilder und Videos angucken. Wir sind also wieder da, wo wir angefangen haben. Können aber nichts weiter unternehmen. Ziel des Falls war es ja schließlich, ihn aus seinem Zimmer zu kriegen. Aber jetzt wird er noch besessener werden. Ach, naja, wir haben unser Bestes gegeben. Aber wir haben kein Mittel mehr. Ich glaube nicht, dass jemand an ihn herankommt. Die Mission ist wohl gescheitert. Vielleicht doch nicht. Hattest du nicht an einer Lösung gearbeitet? Was ist denn daraus geworden? Das weiß ich noch nicht. Das dauert eben. Hab Geduld. Wir müssen der Klientin ja noch nichts sagen. Wenn wir abwarten, meldet sie sich sicher bald. Eine Woche später. Entschuldigung. Du? Du hast lange nicht gesehen. Also wegen des Falls. Genau deshalb bin ich hier. Du willst also mit uns abrechnen. Na schön, wir haben Strafe dafür verdient, dass wir dich im Stich gelassen haben. Na, gar nicht. Ich wollte euch danken. Komm rein, Toshio. Hallo, danke für eure Hilfe neulich. Es gibt tolle Neuigkeiten. Wir sind verlobt. Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du wie in Trance. Ja, ich war ganz besessen von diesem Star. Aber dann wurde mir klar, warum sie mich in ihren Bann gezogen hat. Ich weiß nicht, warum ich so lange dafür gebraucht habe. Ich bin immer noch Fan von Natsume. Da hat sich nichts geändert. Aber mir ist eingefallen, warum ich überhaupt erst Fan geworden bin. Nämlich, weil sie aussieht wie Shizuko. Was? Na, jedenfalls haben wir heute etwas Besonderes vor. Wir sollten los. Ihr habt super Arbeit geleistet. Ich überweise die Bezahlung demnächst. Tschüss und danke nochmal. Was redet der denn? Natsume hat doch nicht ausgesehen wie Shizuko, oder? Überhaupt nicht. Was ist denn hier los? Mein Plan scheint funktioniert zu haben. Erika, hast du gehört, was er gesagt hat? Was hast du nur gemacht? Wie ich schon gesagt habe, das Beste in solchen Fällen ist, die Leute in die Realität zurückzuholen. Ich habe einfach geändert, was er sich anschaut. Was meinst du damit? Er hat sich den ganzen Tag lang in seinem Zimmer Fotos und Videos angeschaut. Also habe ich seinen Computer gehackt und sie ganz allmählich geändert, sodass er es nicht merkt. Ich habe Natsume Kishikawas Gesicht in allen Fotos langsam zu Shizukos gemacht und sie für einen unbewussten Effekt in die Videos geschnitten. Verstehst du es jetzt? Du hast ihn also dazu gebracht zu glauben, dass er in Shizuko verliebt ist? Das klingt ja unheimlich. Ich habe ihn zu gar nichts gebracht. Seine Liebe ist echt. Dann habe ich Shizuko angerufen und sie gebeten, ihn besuchen zu gehen. Den Rest kannst du dir ausmalen. Nach allem, was du Lotusmon zum Thema Gehirnwäsche gepredigt hast. Die Briten haben mir ein Sprichwort zu. Im Krieg und der Liebe ist alles erlaubt. Erika, du jagst mir ja noch mehr Angst an als Lotusmon. Ja. Kann ich so unterschreiben. Aber der Fall ist abgeschlossen. Das ist gut.
Holen wir uns noch eben die Belohnung ab und im nächsten Part machen wir dann weiter mit den drei neuen Fällen von Mireille. Oder oh, auch nicht, weil jetzt Matayoshi kommt. Hallo. Ist Ryuji da? Ich brauche seine Hilfe. Hat er viel zu tun? Ich verstehe. Ich habe einen Fall von Data auf der Anschlagtafel eurer Website ausgeschrieben. Bitte nehmt ihn an, wenn ihr Zeit habt. Natürlich wäre es großartig, wenn ihr euch darum kümmern könntet. Bis später. Ich helfe in letzter Zeit so oft der Polizei, dass ich mich fast schon selbst wie ein Polizist fühle. Das ist ziemlich cool. Andere in meiner Klasse werden es nicht glauben, wenn ich ihnen davon erzähle. In diesem Fall könnte ich noch viel mehr angeben. Ich muss ihn annehmen. Das machen wir. Aber erst kommen die Fälle von Mireille. Sie war zuerst da, deswegen kümmern wir uns auch zuerst um die Fälle. Ich freue mich drauf, ihr seid dabei und bis dahin wie immer alles Gute.